Also zunächst mal muss man sagen, Energie ist ja sehr billig. Und oft sind Einsparungen, die ich im häuslichen Bereich vornehme, mit einer Verhaltensumstellung verbunden, die mir deutlich schwerer fällt als das Geld, was mir dann nachher wieder zugutekommen könnte. Und außerdem sind viele Leute eben pauschal mit Energie versorgt. Das heißt, die sehen das höchstens mal in einer Jahresrechnung, gerade wenn sie Mieter sind. Und dann ist die Entfernung so groß, das wird nicht verhaltensrelevant. Sicher, aus den genannten Gründen geht mir das ganz genauso. Also ich glaube, der einfachste Weg, dass es Klick macht in unseren Köpfen, ist, wenn wir neue Geräte haben. Und das ist eigentlich auch der Weg, der natürlich hier auf der Messe ganz besonders gezeigt wird. Energieeffizienz durch neue Geräte. Im Idealfall muss ich mich dann gar nicht verhaltensmäßig umstellen, sondern ich mache genau das, was ich vorher habe, habe den gleichen Komfort, aber verbrauche weniger Energie. Also ist sicher ein Lösungsansatz. Ich bin nicht sicher, ob das hinreichen wird, ob also technologische Energieeffizienzgewinne ausreichen werden, um die sich insgesamt verknappende Energie überhaupt aufzufangen. Wenn es dann um Verhaltensänderung geht, geht es wohl darum, dass wir insgesamt das Gefühl haben, wir leiden nicht so darunter, dass wir jetzt ein Verhalten ändern. Wie das dann im Konkreten aussieht, muss man gucken. Nun, ich beschäftige mich mit Verhaltenswechsel oder Verhaltenswandel im Umweltbereich generell. Ob das jetzt nun mit Frischwassersparen einhergeht oder mit Energiesparen, das ist psychologisch gesehen eigentlich ähnlich. Die gleichen Mechanismen wirken. Also ich glaube, dass das schon der Fall sein wird, gerade weil Energie ein öffentliches Thema wird, zunehmend. Dieses Thema wird natürlich auch zunehmend mit Kosten bewährt sein, sodass irgendwann mal dann die Rechnung aufgemacht wird, in die eigene Tasche zu wirtschaften durch Energiesparen. Das wird der eine Punkt sein. Und der andere Punkt, wenn nämlich gesellschaftlich drüber geredet wird, kann man sicher sein, die anderen machen das auch. Und ich bin nicht der eine Blöde, der nur spart und die anderen feiern Feste. Also sicher ist das machbar. Und Gesellschaft wirkt zunächst einmal sehr träge. Da passiert jahrelang gar nichts. Und dann auf einmal ist das wie eine Lawine. Da kommt was ins Rutschen, ein Thema kommt nach vorne und Leute ändern sich schneller, als man gucken kann. Und darauf zähle ich eigentlich.